Ja, es ist der 37. Tag, wo er nicht erwähnt wurde. Aber den Rekord, den werde ich jetzt brechen, oder werden wir jetzt brechen. Weil manche Sachen sollte man doch erwähnen. Ja. So. Ich fange mal die Sache an mit: jeder von uns hat eine Schwäche. Ja? Und als ich den Film Frick Marcel seinen Kanal entdeckt habe, ja, da war gerade noch bei 20 Abonnenten und ich denke, wow, der hat Ausstrahlung, der ist ein Sympathieträger und der hat Leidenschaft zu Filmen wie ich. Ja? So kam es mir rüber, da habe ich dem geschrieben, da gab mir Antworten. Und seine Livestream einzigartig, der hat auch die Leute beim Anfang an einem Tisch zusammengebracht, ja, und haben den, ist ja geil, wo du der einfach dazugehörst, ja, und das hat mir Lebenskraft gegeben, ja, und Mut und Fröhlichkeit und deswegen, oder ich war ein gern ein Teil von seiner Community, ja, weil ich ja auch zu der Community gehört habe, ja, und das gab mir Kraft im Leben, gerade jetzt zu schweren Zeiten und so weiter, so Gemeinschaft, ja, gut, wir haben ja auch außerhalb vom Internet, im Realleben habe ich auch gute Gemeinschaft, aber das gab mir trotzdem Kraft, Halt, Zusammenhalt. Und wenn der Filmfried Marcel dann zu mir immer gesagt hatte, hey Timo, guter Freund und so, war schon ein Bombengefühl, ja. Und natürlich ist durch Marcels Leistung der Kanal immer, sind immer mehr Abonnenten gekommen, ja. Als der Marcel mir dann zum ersten Mal in den Rücken sprang, ja, war für mich echt, da habe ich mich echt schlecht gefühlt. Ich habe mir echt Mühe gegeben mit dem Paket und etc. Und ein Tag vor das Wegstück springt er mir in der Rücke. Begründung, weil ich einen Döner gegessen habe. Warum, weshalb, was ihn dran störte, sagte er nicht. Aber wenn er mit anderen in der Filmbörse Currywurst isst, dann ist das in Ordnung. Komisch, gell? Muss gleich hier sehen. Gut, im Dezember schon dann wieder gekommen, hat sich entschuldigt. Oh Timo, das tut mir so leid und so weiter. Und ich habe Gnade gezeigt. Ich habe ihm seine Entschuldigung angenommen und er schrieb mir: Timo, wir halten jetzt für immer zusammen. Ja, hat mir echt zugespammt mit dem und ich habe mich auch darüber gefreut, weil ich eigentlich Marcel mag. Ja. Sein Zusammenhalt vor ewig, was der Marcel mir versprochen hat, hielt 3 Tage an. Dann fiel er mir über den Rücken. Ja. 3-4 Tage. Dann hat er mich blockiert und etc. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Was ich. Ja. Jeder von uns hat eine Schwäche. Meine Schwäche war, dass ich Marcel einen guten Freund sah, dass ich Marcel vertraute, dass ich so die Emotionen gehabt habe, das Bedürfnis, die Emotionen für Geselligkeit, für Gruppenzugehörigkeit. Marcel war, die Freundschaft zu Marcel, die ich empfunden habe, war meine Schwäche. Ja? Dass ich Marcel war meine Schwäche. Ja. Aber diese Schwäche habe ich abgelegt. Ja. Ich traue dem nicht. Und wenn der Marcel sagt, ja, der Himmel ist blau, dann renne, weil ich, ja,
da renne ich raus und schaue, ob er nicht in der Zeit grün geworden ist. Ja, weil der Marcel, dem sein Wort nichts mehr gilt. Ja. Deswegen fand ich eigentlich die Berichte von Kino Oli super. Schade, dass er die halt rausgenommen hat gegen den Marcel. Als Marcel im Dezember sich entschuldigt hat, habe ich Gnade gezeigt. Ja. Und Gnade ist für die Schwachen. Marcel ist schwach, weil er nicht zu den Leuten stehen kann, die ihn supportet haben. Ja. Und der Gegner auf der Straße oder im Dojo oder in YouTube ist dein Feind. Und der Feind verdient keine Gnade. Ja. Ja, und der Marcel, der wechselt seine Freunde wie's Unterhemd, während der Unterhemder, okay, was für ein stolzes Wesen. Ja, und, aber der findet immer solche Dullis, Grasdackel, wo auf ihn reinfallen, die war ja, hab ja auch am Anfang dazu gehört. Ja, und wie oft hat der Marcel mir gesagt, oh Timo, guter Freund, super Freund, ja. Und danach hat er gesagt, ach, ich war mit dem noch nie befreundet. Ja. Oder hat er sich andere angeeignet, die andere, hat er die zu Freunden gemacht, die andere Mobbet. Den ist dann auch andere gefallen. Ja. Und jetzt hat er wieder neue Freunde. Und die ist dem seine Vorgeschichte nicht kennen. Und irgendwann springt er denen in der Rücke, weil die Loyalität, wo er mal selbst von anderen will, die er selber nicht gibt. Das ist Fakt. Ja. Finde ich schade, finde ich traurig. Aber wie schon gesagt, ich bin meine Schwäche los. Ja. Weil, ja. Und übrigens, Marcel, ich habe gesagt, du bist übergewichtig. Das ist keine Beleidigung. Ich bin auch übergewichtig. Das ist nur der medizinische Begriff. Ja. Es gibt ja für Tatsache, das ist aber keine Beleidigung. Untergewicht. Normalgewicht, Übergewicht. Das ist nur mit medizinischem Begriff. Ja. Und das andere, was du gesagt hast, was ich gesagt hätte, habe ich nicht gesagt. Aber weil das hat man ja so rausgleich. Ah, der hat beleidigt, der hat gesagt, ich bin übergewichtig. Ist keine Beleidigung, ist ein medizinischer Begriff, ich bin auch übergewichtig. Also das ist. Übrigens habe ich viele Menschen getroffen, die übergewichtig sind und einen guten Charakter hin. Ja, den hast du halt leider nicht. Ja, das scheint nur Fassade bei dir, Marcel. So, das wollte ich noch erwähnen. Ich hoffe, der Fünfried Marcel ist jetzt nämlich das Thema. Am Anfang hat er eine gute Unterhaltung gebracht, der Fünfried Marcel. Aber die bringt er jetzt nicht mehr. Also die aktuellen Clips von ihm sind ja total langweilig, nach meinem Empfinden. Und gucke mir auch nicht mehr an. Weil, wenn man dauernd in der Riege springt und andere Leute auch. Warum soll ich so die Clips auch googeln oder so den Livestream zu schalten und Zeitverschwendung? Ja. Wir sind ein Martial Arts Kanal, wir sind ein Kulturkanal, wir sind gegen Rassismus, wir sind ein Regenbogenkanal für Buntheit, Vielfalt. Auch ein Filmkanal sind wir. Ja. Wir lassen uns nicht spalten. Liebe, Love and Rock'n'Roll. Ja. Euer Lifunk. Oh, Kung Fu Coming is online. Don't give up, don't surrender. I kiss you hard. I kiss your soul. You are best. I love you, my friends. Bis die Tage. Tschüss! Lieferung Ende! Zeit, yeah! Streik vor, Streik hart noch, Morsi, Cobra Kai, never dies! Schönes Wochenende wünsche ich euch, liebe Freunde. Ade. Arschee.